So, da sind wir schon wieder und weiter geht's. Ja, ich habe noch eine Weile Lust. Da ist einer, aber wie kann ich ihn ausschalten, ohne dabei noch entdeckt zu werden? Das ist scheiße. Ich glaube, ich mach die erstmal kaputt. Und er kann sich ruhig mal umdrehen. Der soll mich nicht sehen. Ja, ist klar. Dreh dich um. Okay, das wird jetzt nochmal eng. Oh, was mache ich da jetzt? So, auf die Fresse, genau. Ah ja, wer erledigt hier wen? Ich erledige euch. Ja, komm her. Okay. Euch erledige jetzt euch. Ja, bitte mal. Ist der total bescheuert? Der hat mich doch bestimmt gesehen. Ich glaube nicht, dass die uns sehen. Okay. Deshalb wird es zu diesem Spiel auch lange Parts jetzt geben, weil ich habe nicht so viel Zeit. Darum. Ja, würde ich das aufgenommen haben, das wäre nämlich ganz gut. Okay. Nächste Patrouille. Kommt der nämlich immer vor. Da oben ist einer. Da. Auf den Treppen aufgehen ist echt schwierig. Ja, was mache ich denn da jetzt? Ja, shit. Ja, was ein Juggernaut ist. Wie soll ich das denn machen? Ach, das wird ja noch lustig, ey. In diesem Spiel, das wird noch witzig. Waffen entsichert. Geht ruhig dahin und dann seid ihr tot. Wir sind nicht allein. Ja. Achtung, C4! So kann man die schön ausschalten. Die mit ihrem scheiß Raketenwerfer gehen mir richtig auf den Sack. Okay. Jetzt hier mal ein bisschen ducken. Oh, da hätte ich auch mal Lust auf ein Gears of War. Weiß ich nicht wieso. Ist auch ein geiles Spiel. Habe ich auch mal gespielt. Lange her.
Ich habe viele Spiele gezockt in meinem Leben schon. Du hättest uns auf den Weg gehen sollen. Hier! Schnell! Geh einfach drauf, ey! Alter! Na komm. Sag Hallo zu meinem sehr großen Freund. Alles sicher. Suchen wir einen Weg heraus. Mein Gott. Aber hinter uns. Sehr schön. Ich will mich ja ein bisschen umgucken. Vielleicht liegt da hier noch was. Wer weiß. So viel Zeit muss sein. Aber gehen wir mal hier durch die Mitte. Fraser, da drüben ist deine Tür. Vielleicht ein Weg raus. Ah, mal sehen, wo wir rauskommen. Gute Frage. Wieder hier draußen. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Vermutlich darüber. Sind die um? Ich glaube dann da hoch. Was ich auch begrüßen würde, wäre ein neues Half-Life oder so. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Irgendwie schade, dass Belur der Welt verborgen ist. Da liegt doch was. Moment. Da ist doch noch was, was ich gern hätte. Ich glaube, da komme ich später hin. Naja, unbedingt, was ich auch noch mal let's playen werde, ist Half-Life Alyx. Kommt auch noch dran. Ja, das wird richtig cool. Kann man überhaupt hin? Ja, kann man. Sehr schön. So, haben wir. Perfekt. Hier komme ich doch her, ich Idiot. Ich wollte doch hier hin. Genau, hier. God of War 4 war geil. Da freue ich mich schon, wenn es immer meinen fünften Teil gibt. Bin ich definitiv zu haben für. Da hoch, vermutlich.
Dann mal los. Hier geht's lang. Ich weiß noch, wo ich The Last of Us Part 2 gespielt habe. Ey, Alter, das war ein scheiß langes Spiel. Absolut lang war das. Ja. War aber eine coole Erinnerung, mal die Reihe gespielt zu haben. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal replayen, mal gucken. Es wird immer beeindruckender. Könnte ich mir so nochmal vorstellen, irgendein Livestream oder so. Wäre so eine Idee mal. Verdammt, der Eingang wurde gesprengt. Es muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, welcher? Chloe, dir fällen doch immer gute Ideen ein. Ja, hier. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Beeilung, wir müssen die anderen einholen. Duck dich doch mal. Mann, das ist immer so eine langsame Reaktion, wenn ich ducken will. Um ja nicht hinweg zu werden. Was zur Hölle? Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Was ist das hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen? Vielleicht beides. Schwimmen. Ich habe schon viele Spiele gezockt, aber von der Half-Life-Reihe her, da würde ich so viel gerne noch wissen. Schon einen Black Mesa will ich auch noch spielen für den PC. Habe ich auch so Bock drauf. Ja. Da oben, das ist ein Wasserreservoir. Fraser, hier drüben. Komme. Was um Himmels Willen ist das? Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Die bewahren hier alles Mögliche auf. Es ist ja auch ein, das sieht man doch. Eigentlich. So, was ist noch hier an Artefakte, Sammlerobjekte? Ja, interessant. Ich habe mir mal einen Shooter überlegt, den ich spielen würde für November, Dezember. Da habe ich schon so eine Idee hier. Iron Fury. Auch ein Spiel, was sehr interessant ist, wo ich echt auf sowas mal Bock habe. Wiener. Eine entfernte Verwandte der Sita. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Was ja vorhin nicht zu irgendeiner Spielerei gehört, mal halt so ein Solo-Spiel, das wäre nicht schlecht. Was ist überhaupt hier damit? Fraser, hier drüben. Wow. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Thank you.
Mein Dad war hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Und das Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Ach, was für ein Horn. Da fällt mir so ein schöner Wortwitz ein. Gildohorn. Ja. Hier durch. Wow. Alter, ich bin echt baff. Ey, aber ganz ehrlich, irgendwann hol ich mir auch mal eine Xbox Series. Mal gucken. All diese Pracht. Und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir da? Meine, was meint ihr? Was ist besser für eine Konsole? PlayStation 5 oder Xbox Series X? Würde ich mal gerne in die Kommentare wissen, weil dann entscheide ich, welche Konsole ich mir als nächstes holen werde. Komm schon! Es ist tief genug! Weil es gibt auch für die Xbox Series X so geile Spiele, die ich gesehen habe schon. Also, er ist schon sehr reizvoll und alles. Hä, wohin? Ach, hier. Durch den Tempel schwimmen. Eigentlich beide Konsolen sehr geil sind. Okay. Ach so, ich muss da irgendwie hoch. Ja. Gut, dann wahrscheinlich hier rum. Kommen wir wieder rein. Es war klar. Es war so klar. Danke fürs Vorgehen. Sie guckt da so lockermäßig rauf. Das ist auch so irgendwo, finde ich, ein bisschen unfair. Alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Klugscheißer! Halt. Was ist überhaupt hier? Soll ich das gerade mal gesehen haben?
Hat sie mit purer Absicht gemacht. War so klar. Bereit? Ich hab dich im Auge. Ist ziemlich eng hier. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. Und jetzt? Tauchen. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Okay. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Shit! Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. So, echt. Geht's da hoch? Mal sehen. Ich glaube aber, dass wir hoch müssen sogar, wa? Ja, denke ich mal. Aber erstmal immer schön alles sich umsehen, ob ich hier irgendeinen Schatz finde. Kann man nicht klettern. Shiva hat auch einen Dreizack? Der Trishula. Die drei Spitzen stehen für Schöpfung, Erhalt und Zerstörung. Aber in Halebet hielt Ganesha den Dreizack. Ja, Shiva.